Okay. Hallo Freunde, Josh Boschert aus Roßlau, heute mal aus dem schönen Leipzig. Wir sind ja beim Speedskating bei der Deutschen Meisterschaft und begleiten hier die Fahrerinnen und Fahrer vom TSG Dessau und werden mal so gucken, wie die so abschneiden. Vielleicht ist ja ein neuer Weltrekord dabei oder irgendwas. Deutsche Meisterschaft, scheißegal. Was Martin noch nicht weiß, ich habe ihn im Vorfeld auch als Fahrer eingetragen bei Motor Goles. Und wie er sich schlägt, werden wir dann noch sehen. Ja, ich werde mein Bestes geben, also ist klar. Also die Windverhältnisse sind nicht so toll, aber das Licht ist nicht optimal. Aber ich werde alles geben und Motor Goles ist einfach... Das ist mein Verein schon Ewigkeit. Das steht einfach für guten Speedskating-Sport. Und also ich werde einfach alles geben. Also. Hallo, ich habe mal eine Frage. Haben Sie auch einen Speedskating-Anzug von der SG Grün-Weiß Dessau? SG, nee. Also die sind definitiv schon alle raus. Die sind schon alle raus. Na, da ist, glaube ich, noch ein Muster, aber das bleibt ein Muster. Die werden ja auch hier als Favorit gehandelt, oder? Durchaus. In bestimmten Disziplinen und Altersklassen, ja. Okay, gut, alles klar, danke. Otterberg und Jan Kretzer. Und wir haben jetzt die letzte Runde vor sich. Und dein Fazit zum Speedskating? War mal ganz interessant, muss ich sagen. Das Wetter ist jetzt ein bisschen schlecht, aber... Das letzte mit dem 10.000 Meter Lauf, das war cool, oder? Das war in Ordnung, ja. Das ist ja ähnlich. Das ist nicht ganz so lang, aber... War schön spannend dann auf einmal. Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt sehen wir erstmal noch was essen. Ich habe richtig knapp. Gut. So... Martin und ich, wir gehen jetzt noch schön essen in einem südamerikanischen Restaurant. Und ganz in der Nähe haben wir, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, das altehrwürdige Zentralstadion gesehen. Warst du da schon mal drin? Ja, ich denke, du warst schon öfters drin. Dann gucken wir mal nach dem Essen, ob wir da noch irgendwie rein können. Mal gucken, ob wir da irgendwo über den Zaun klettern können oder so. Werdet ihr dann noch sehen. Hast du doch keine Bockwurst bestellt? Ja, warum ist teuer? 1 Euro. Euro da drin. Ja. Ich glaube, die Hygiene war auch nicht so. Ich danke euch. Das war total süß. Du kannst den Koriander mehr sehen. So, da hat man nun schon so ein Ding und kommt trotzdem nicht in die Arena rein. Wir wollten Helene besuchen. Helene, ja, das ist nämlich, morgen ist da ein Helene Fischer Konzert und wir wollten uns natürlich irgendwie reinschleichen in den Innenbereich, aber da stehen dann überall solche Security-Typen und lassen uns nicht rein. Ja, zweimal haben wir es versucht. Da haben sie gesagt, hier, ihr dürft hier nicht rein, dann sind wir euch einen Schleichweg über den Innenbereich dort und dann haben sie uns verfolgt und mit Anzeige gedroht. Also ganz so einfach ist es nicht, dieses eigentlich doch durchaus schöne Stadion mal zu besichtigen, oder? Wenn es nicht Red Bull gehören würde, bleibt trotzdem eigentlich ein schönes Stadion. Ja. So, wie hat dir der Südamerikaner gefallen, das Essen dort? War super lecker. Bisschen teuer, aber sag ich mal, der Geschmack war dem Preis eigentlich angenehm. Muss ich auch sagen, war wirklich ein bisschen teuer, aber war mal was Neues auch, und hat ziemlich lecker geschmeckt. Vor allen Dingen hat die übelste Fresse gebrannt. Ja, also ziemlich scharf die Soße. Und Storchi hat gesagt, ja, ich will eine Salzersoße haben. Na, so, wir haben Salzer normal, Salzer pikant. Und Storchi natürlich wieder, ja, ich nehme die pikante. War das doch ziemlich scharf. Und Tagesfazit? Insgesamt so Speedskating?
Nee, war ein schöner Ausflug. Leipzig ist eh eine schöne Stadt. Ja. Haben viel gesehen. Schade, dass wir hier ins Stadion gekommen sind. Aber Speedskating an sich, coole Sache. Hm? Schade, dass es auch nicht so eine Aufmerksamkeit findet. Nee. Ja, ist wie bei vielen Randsportarten, wo man sagt, die hätten es auch verdient, ja, eigentlich, ja. Ich meine, die hängen sich ja genauso rein. Die hängen sich genauso rein, leisten ja genauso viel. Ich meine, hier geht es um die deutsche Meisterschaft und alles, ja. Ja, nö, ich denke auch, war ein cooler Tag und bis zum nächsten Mal.